Qualitätskontrolle beim Nürnberger Hopfenhändler Bart Haas. Hopfen birgt zahlreiche Aromen, je nach Sorte und Anbaugebiet. Neben der traditionellen Bauweise verfolgen sie hier auch moderne Ansätze und schauen, an welcher Stelle des Brauprozesses die Gabe von Hopfen Sinn macht. Die Brauer nennen das Hopfenstopfen. Das Ganze simulieren sie im Kleinen mit einer French Press. Mit der macht man eigentlich Kaffee. Warten, das ist jetzt zu Beginn der Gärung oder im Gärprozess generell, bekommt man, wenn man Hopfen stopft, ein zitrusmäßiges oder Zitrusflavor hin. Wenn man während der Reifung stopft, bekommt man ein blumiges Aroma mit sich. Und wenn man dann während der Lagerung dry hoppt, bekommt man dieses grün-grasige, was man klassisch aus dem Hopfen kennt, mit ins Bier rein. Eine Technik, die auch bei sogenannten Craft-Bieren zum Einsatz kommt. Der Bierkonsum in Deutschland ist seit Jahren rückläufig. Da helfen neue Ansätze, um Hopfen für den Konsumenten attraktiv zu machen. Ich finde, Ariana hat erstaunlich vegetale Noten. Es ist so, dass wir natürlich andere Nischen suchen in dem Sinn, aber der Bierausstoß allein ist nicht ganz entscheidend für uns, sondern es ist, wie viel Hopfen in das Bier reingeht. Also diese Craft-Brew-Szene hat ja 1:10 Hopfenbedarf gehabt, was für uns natürlich super war. Und wir suchen natürlich andere Nischen, ob es im medizinischen Bereich ist, ob es im generellen Getränkebereich ist. Also da sind wir sehr, sehr aktiv. Auch in diesen Getränken steckt Hopfen. Vom alkoholhaltigen Hopped Seltzer, einem Trend aus den Vereinigten Staaten, oder auch einem fermentierten Tee mit Hopfen versetzt. Oder auch einfaches aromatisiertes Wasser, auf Neudeutsch Hopped Water, bis hin zur Hopfenlimonade. Wir schauen einfach, in welchen Produkten ist Hopfen möglich. Und hier haben wir jetzt in den letzten Jahren begonnen, sehr viel auch in diesem Bereich zu agieren, Produkte zu entwickeln, Getränke zu entwickeln. Und das sind jetzt quasi finale Ergebnisse, die wir auch auf der DrinkTech präsentieren. Die DrinkTech ist eine der entscheidenden Fachmessen der Branche im September wieder in München. Dort soll sich zeigen, welche der Getränke der Hopfenexperten aus Nürnberg sich künftig durchsetzen könnten. Denn der reine Bierabsatz, der ist in vielen Ländern, mit Ausnahme Chinas, seit Jahren rückläufig. Und der Branche werden auch die heftige Inflation und die steigenden Energiepreise deutlich zu schaffen machen. Da sind neue Impulse für Brauer und Getränkehersteller besonders gefragt.